Bis jetzt hat man aus dem Stoff, dem Material, immer Stropor genommen. Obwohl die Ingenieure und Architekten und die Stroporhersteller wussten, dass Stropor in Verbindung mit Feuer schnell brennt, tropft und ab Temperaturen von 80 Grad fängt an zu schmelzen. Das heißt, bei 130, 140 Grad haben wir kein Dämmmaterial mehr. Und bis jetzt mit den Medien die Leute darauf aufmerksam gemacht haben, und jetzt nimmt man kein Stropor mehr. Wir haben auch mal gesehen im Silvesterabend, dieses Hotel in Dubai, wie es gebrannt ist, das war schon, die Fassade war, darunter war schon Stropor. Und dann als Alternativ zu Stropor nimmt man bis jetzt immer Steinwolle. Und jeder, der mit Steinwolle gearbeitet hat, weiß, wie schlecht und unangenehm die Arbeit mit Steinwolle ist. Und dann diese Juckreis, diese, wenn man schon sagt, und das ist auch mal sehr, sehr schwer. Und man konnte aus dem Stoff bis jetzt kein Alternativ dazu wählen, Holzfaser-Dämmplatten oder Zellulose-Dämmplatten. Aber diese Dämmplatten konnte man bis dato nicht einsetzen, weil die zwar nicht brennen, wegen ihrer Flammenschutzmittel, nicht brennen, aber die glimmen. Und diese glimmen sorgt dafür, dass nächster Tag keine Dämmplatte mehr vorhanden ist. Ich habe dieses Problem mit meinen Flammenschutzmitteln, mit meinen Mitteln gelöst. Und Sie sehen heute erste unbrennbare, nicht glimmende Dämmplatte der Welt. Ich demonstriere es gleich. Die Platte brennt jetzt seit 3 Minuten. Wir haben noch hier Wind, das ist auch immer gut so. Wir haben hier auch Wind, das ist auch immer gut so. Das kann man hier mit Brennstoff vergleichen. Ich habe schon mal mit anderen Platte versucht hier, das war 30 Minuten, dieses Teil, was man schon so sieht. Aber ich mache es hier gleich mal, filmen wir hier. Mittlerweile ist schon jetzt 9 Minuten, sind es jetzt schon 9 Minuten und die Platte ist immer noch heile. Das heißt, das Feuer konnte schon höchstens hier in diese Tiefe eindringen. Mehr nicht. Also man kann schon sagen, die Platte brennt nicht. Und glimmt auch nicht. Ich habe die Platte ausgemacht, nach 30 Sekunden war es komplett weg. Man sieht, ich schaue hier, man sieht hier kein Rauch. Keine Flamme mehr.